Was geht ab, Leute? Pat hier am Start und herzlich willkommen zur Snapshot-Vorstellung 13W41A und ich würde sagen, wir legen doch mal direkt los. Und zwar hat sich auch einiges im Multiplayer-Menü geändert und zwar nehme ich jetzt einfach mal hier den Hive-Server als Beispiel und zwar kann jetzt jeder Server ein Avatar, sag ich mal, neben dem Server ja hochladen. Also ihr könnt es vielleicht schon sehen, wenn man ich einen Server anklicke, wird der, ja sag ich mal, der Server so mit einem Viereck umzingelt, sage ich einfach mal so. Und hier links hätte jetzt der Server die Möglichkeit, noch einen Avatar hochzuladen. Wenn der Server natürlich auf meiner Version wäre, was er natürlich nicht ist. Und da könnte der Server zum Beispiel, sage ich mal, einfach ein Bild hochladen, sodass man, sage ich mal, bessere Übersicht hat. Und genau. Außerdem wurde, sage ich mal, die Beschreibung des Servers etwas bearbeitet. Also haben so gesagt die Server jetzt eine Möglichkeit, die Beschreibung des Servers etwas ausführlicher zu machen als zuvor. Dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt in den Singleplayer. Hier Snapshot. Und ja, man kann es wahrscheinlich schon auf dem ersten Blick sehen. Und zwar sind hier, naja, farbige Scheiben. Ja, endlich ist es da. Lange war es eigentlich schon angekündigt oder viele haben es sich gewünscht. Es gibt jetzt hier farbiges Glas in Minecraft. Also es sind auf jeden Fall viele verschiedene Sorten. Ich gehe jetzt einfach mal so die Reihe durch. Das Crafting-Rezept ist auch ganz simpel gehalten. Das werde ich jetzt gleich nochmal zeigen, wie man das Ganze craftet. Und genau, also das Ganze gibt es nicht nur in Glasblöcken, sondern auch in Glasscheiben. Finde ich auf jeden Fall richtig cool gemacht. Und craften tut man sich das Ganze, indem ihr hier also außenrum Glas macht, also einfach so Glasblöcke und ja, in die Mitte kommt dann halt einfach die jeweilige, das jeweilige Material. Ich habe mir jetzt zum Beispiel blaues oder hellblaues Farbmittel, ja, genommen und hier könnte man dann hier alles sehen und so, genau, ja. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Okay. Außerdem gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter. Und zwar sind zum Beispiel transparente. Ich mache mal die Sounds ein bisschen leiser. Außerdem sind zum Beispiel transparente Sachen oder Blöcke, wie zum Beispiel Wasser. Da hat sich einiges geändert. Und zwar kann man jetzt, sag ich mal, hier durch Wasser gucken. Und dahinter habe ich, sag ich mal, Eis platziert. Und dann kann man auch nur durch das Eis gucken. Und man kann auch zum Beispiel dann noch durch dieses Höllenportal gucken. Also wenn ich, sag ich mal, jetzt hier durchgucke, werden alle drei Sachen hier durchsichtbar, also transparent. Und davor war das halt so, dass man zum Beispiel zwar durch Wasser gucken konnte, aber dann war jeder Eisblock, sag ich mal, nicht mehr transparent. Und das hat sich jetzt geändert. Ja, und zudem wurde noch ein wichtiger Bug behoben. Und zwar, mehr oder weniger Bug. Auf jeden Fall werden jetzt nur noch 8 Chunks gerendert. Moment, da steht, oh, falsch. Da steht hier, Render Distance 8 Chunks. Also werden nur noch 8 Chunks geladen. Das sind 120 Blöcke, soweit ich weiß. Und außerdem wurde die Performance des Server gesteigert. Also, ja, man kann jetzt halt besser auf die Server connecten und die Server sollten auch ebenfalls mehr Leistung haben. Okay, ich würde mal sagen, das war es jetzt auch schon von dieser kurzen und knappen, aber coolen Snapshot-Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und falls sie euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal. Haut rein, euer Crafting Pad. Ciao.